So, wir klappern wieder unsere Freunde ab und zwar in der altbekannten Reihenfolge. Denn hier habe ich jetzt dann das Hasenspiel und ihr seht schon, dass, also die Kaninchenjagd. Und ihr seht schon, das Kaninchen ist sehr viel schneller unterwegs. Und jetzt habe ich tatsächlich wieder ein Kaninchenbaby verloren. Und wenn ich so weitermache, verliere ich das zweite auch gleich und finde das erste gar nicht wieder. Ja, okay, da ist eins und da ist das dritte. Okay, da, das ging jetzt ja dann doch einigermaßen gut. Ja, hier hast du den Schlüssel zu meinem Lieblingsplatz. Dort findest du meine Zaubershowkarte. Also in diesem Fall ist es so, dass wir Schlüssel bekommen. Und mit diesen Schlüsseln können wir dann die Eintrittskarten einsammeln. Und in diesem Fall war das der Schlüssel zu dem Pavillon. Da laufen wir jetzt hin und sammeln die Karte ein, wenn uns das Eichhörnchen lässt. Du hast eine Zaubershow-Eintrittskarte gefunden. Jawohl. Ich glaube, normalerweise ist es wirklich so, dass dieser geheime Ort immer in unmittelbarer Nähe zu diesen Freunden ist. Wir machen mal weiter mit dem königlichen Versteckspiel. Und diesmal muss ich echt darauf achten, dass ich hier nicht alles doppelt und dreifach ablaufen muss. Das heißt, ich mache erstmal die obere Etage. Soweit es halt möglich ist. Und werde dann mit der zweiten Etage weitermachen. Oder mit der zweitobersten. Ich zähle die jetzt einfach von oben nach unten. Also ist das jetzt bei mir die zweite Etage. 7 Katzen müssen wir noch finden. Jetzt noch 6. So. Da war nichts. Da ist auch nichts. Jetzt muss ich unten rumgehen. Ich muss aufpassen, dass ich da jetzt nichts übersehe. Ich weiß, da war ein Sarkophag. So. Jetzt nochmal nach oben. Nee, da ist nichts mehr. Da geht's nicht weiter. Noch 5. Hier muss man immer ein bisschen schauen, dass man die Leitern richtig erwischt. Ja, jetzt geht schon los, dass man hier ein bisschen den Überblick verliert, wann man alles abgeklappert hat. Hier geht es gar nicht weiter. Das ist eine Sackgasse. Okay. Also muss ich oben rum. Und zwar ganz oben rum. So. Nee, da war auch nichts. Ach so, ja, okay. Jetzt habe ich echt ein Problem, hier den richtigen Durchgang zu finden. So. Kann ich da jetzt eigentlich... Da kann ich hoch. Okay, alles klar. Alles wieder gut. 4 noch. Ich glaube, da war jetzt ein Stockwerk über mir, war noch was, glaube ich. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Da ist eine Katze. Na, wobei. Wenn ich Glück habe, hier ist die unterste Etage. Da ist noch eine. Dann ist hier noch eine. Und da ist noch eine. Jawohl, geschafft. Hier hast du den Schlüssel zu meinem geheimen Ort. Ja, das wissen wir ja schon. Und der verbirgt sich hier im Zaun. Hier ist zwar ein geheimer Ort, aber nicht der, für den wir den Schlüssel gefunden haben. Das heißt, wir sammeln jetzt erstmal... Moment, hier ist auch noch ein geheimer Ort. Ist es vielleicht der hier? Ja, der ist es. So, es ist der Garten. Und da liegt hier hinten die Eintrittskarte. Und sie hängt sich hier gerade ein bisschen fest. So. Dann begeben wir uns jetzt nochmal zum Schmetterlingszauber. Da darf man jetzt schon relativ schnell klicken. Was aber nicht schwer ist. Ich meine, man kann sich ja auch Zeit lassen, dann dauert es halt länger. 17 Stück brauchen wir noch. So. Ja, nein, ich behaupte jetzt nicht, dass ich mich konzentrieren muss. Also das wäre jetzt echt übertrieben. Wie gesagt, wenn man nicht ganz so schnell ist, dann lässt man sich halt ein bisschen Zeit. Und dann braucht man halt entsprechend länger. Aber das ist jetzt ja nicht wirklich das Problem. Man steht nicht unter Zeitdruck. Da läuft zwar die Zeit, aber das ist eher so für die persönliche Bestleistung. Also der Zähler ist auch ein bisschen langsam. So, ich habe es nämlich schon längst geschafft. So.
Wir suchen den nächsten geheimen Ort und jetzt tippe ich mal einfach drauf. Ich weiß es jetzt gar nicht auswendig, dass das hier ist. Nein, ist es nicht. Ja, es heißt ja der Schlüssel von Kia. Ich habe es beim ersten Mal einfach so gemacht, dass ich alle Minigames einmal durchgespielt habe und dann die geheimen Orte aufgesucht habe. Wir machen weiter mit dem Märchenwald. Da muss ich jetzt noch 10 weitere Feen einfangen. Ich sag jetzt mal, dass das Feen sind. Ihr dürft mich da gerne berichtigen. Wenn eine daneben fällt, gar nicht schlimm. So. Und ich denke, das wäre geschafft. Jawohl. Ja, ich habe das jetzt gerade mal kurz übersprungen. Entschuldigung. Ich klappe jetzt auch schnell wirklich alle Freunde ab und dann alle Orte. Dann brauchen wir nicht alles doppelt ablaufen. Und machen jetzt den Einhornsprung. Yay! 15 Flaggen brauchen wir insgesamt. Danach kommt dann noch die Schneeballschlacht. Sterngucke und die Zirkusnummer. Geht also wirklich ganz schnell. Aber das Spiel wird damit noch nicht beendet sein. Aber keine Sorge. Also wir müssen wirklich diese Spiele nur 3-mal geschafft haben. Nicht öfter. Und so. Mein Spezialschlüssel. Jawohl. Das, was danach dann eben noch kommt, das ist dann wieder was anderes. So, das Schneeballrennen. 12 Schneemänner müssen wir abschießen. Und ich hänge fest. So, 1, 2, 3. Ich kann gut zählen, gell? Also ich kann definitiv besser zählen als Schlitten fahren. Ja, den habe ich jetzt zu spät gesehen, verdammt. Das Spiel ist auch ziemlich großzügig. Also, man muss halt so ungefähr treffen. Ich denke mal, dass Mädchen, die dieses Spiel spielen, oder vielleicht sogar auch Jungs, dass da schon jeder so seinen eigenen Favoriten bei diesen Minispielen hat. Falls ihr dieses Spiel vielleicht selber mal gespielt habt oder sogar selber noch spielen möchtet, ich habe mich verfahren. Super. Dann schreibt mir doch mal, was so euer Lieblings-Minigame ist aus diesem Shelly's Club-Spiel. So. Jetzt dürfen wir ins Ziel. Ja, ich weiß. Also, wir kriegen jede Menge Schlüssel aufgenötigt. Und ich mache noch schnell die oberen beiden und dann klappern wir die geheimen Orte ab, die ja nicht wirklich geheim sind. Die sind ja ganz leicht zu finden. So, einmal der Sterngucker. Da habe ich es dann wirklich so gemacht, dass ich da mich einfach nur hin und her bewegt habe, weil die Sternschnuppen wirklich schnell sind und einfach darauf gehofft habe, dass ich durch Glück welche finde. Okay, das geht jetzt sogar einigermaßen gut gerade. Oh, schon fertig. Eine Handtasche. So. Ein Schlüssel zu meinem Lieblingsplatz. Jawohl. Und wie gesagt, auf diesen Lieblingsplätzen finden wir dann eben die Eintrittskarten von unseren Freunden. Und jetzt, oh, wieder mein Spezialspiel. Ich bin echt so schlecht. Warum tue ich mir denn da gerade so schwer, verdammt? Manchmal ist er halt einfach zu hoch. Aber ich habe noch nicht rausgekriegt, wie man die Höhe ändern kann. Ja. Okay, ja, es klappt schon. Also brauche ich halt einen Moment länger. Und noch einmal. Jawohl. So. Wir müssen jetzt meine Eintrittskarte finden. Dieser Schlüssel wird dir helfen. Ja. Das hat riesen Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Hilfe. Komm bald wieder zum Spielen ins Clubhaus. Ja. Wir klappern jetzt noch schnell die geheimen Orte ab. Das ist nämlich einmal, glaube ich, hier. Nee. Hier oben ist gar keiner, oder? Doch, der Loftbalkon. Genau. Da liegt eine. Ich muss jetzt hier wirklich aufpassen, dass ich nichts übersehe. Abracadabra, hast du meine Karte gefunden? Aber hier kann ich nicht hin. Ich dachte jetzt, man könnte hier an dieses Häuschen ran. Oder an einen Briefkasten. Aber anscheinend nicht. Bin ich jetzt etwas verwirrt gerade. Komm, nochmal runter. So. Hallo! So.
Jetzt ja. Hier können wir auf jeden Fall raus auf die Veranda. Da liegt noch eine Karte. Jetzt fehlen uns immer noch drei oder vier. Vier, glaube ich. Eine ist noch ganz unten, das weiß ich. Der Clubhausbalkon, da liegt jetzt noch eine. Also, wenn jetzt unten noch eine ist, dann fehlt mir hier oben aber noch eine. Und ich bin mir fast sicher, dass das da dieser... Was soll denn das sein? Soll das ein Briefkasten sein oder so? Hast du meine Karte gefunden? Aber hier kommt jetzt nichts mehr. Okay, dann war es doch nicht hier oben. Aber ich bin jetzt echt verwirrt. Dann war das vielleicht doch beides im Erdgeschoss. Klettern wir halt nochmal runter. Ah, das ist ein geheimer Raum, jetzt ja. Und hier können wir ein Verkleidungsspiel spielen. Das zeige ich euch nur ganz kurz. Da können wir nämlich Shelly umkleiden. Zum Beispiel hier als Blume verkleiden. So. Ja. Es macht aber keinen Unterschied. Wir können damit, glaube ich, nicht rumlaufen. Ich kann es nur verlassen. Habe ich jetzt auch mal gemacht. Ihr habt ja gesehen, es wäre noch als Prinzessin, als Köchin möglich. Aber wirklich was machen kann man mit diesem Spiel, glaube ich, nicht. Wie komme ich denn jetzt wieder runter? Oder muss ich da über die Veranda gehen? Ah ja, draußen vor dem Clubhaus. Okay, ja, das war jetzt gerade mein Fehler. Da war ich etwas verwirrt. So, ich weiß jetzt, dass hier noch eine Karte. Ne, Moment, die hatten wir ja schon. Ich scheitere jetzt gerade an dem Spiel, merkt ihr das? So, Clubhausinsel, da kann ich noch hin. Genau, das hatte ich nicht gesehen gehabt. Da liegt noch eine Karte. Und dann können wir noch hinten durch die andere Tür im Zaun. Und dann müssten wir eigentlich alle haben. Dann habe ich mich da mit dem Briefkasten doch vertan. Ach, jetzt ja, weil hier ein Briefkasten steht. Ich hatte noch irgendwas mit dem Briefkasten in Erinnerung. Glückwunsch, du hast alle Zauberschau-Eintrittskarten gefunden. Zeit für die große Schauberzoo. Oh mein Gott. Ja, willkommen bei der Zauberschau-Probe. Knack den geheimen Zaubercode, um den Zaubertrick zu sehen.